So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Letztens hatten wir es im Fanchat in unserer Gruppe schon darüber. Montana Black der Monte bringt ein Getränk auf den Markt. Statt Eistee wird es ein Energy Drink sein. Ich fand ja den Namen von dem Eistee richtig genial, der im Gespräch war, einen Monty zu machen. Aber jeder bringt seinen Eistee raus, deswegen wollte Monte keinen Eistee mehr machen. Er wollte was anderes machen, was es so noch nicht gegeben hat. Er hat einen Energy rausgebracht. Hat das Rad auch nicht neu erfunden, meiner Meinung nach. Und mit dem Namen kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Das fand ich irgendwie total seltsam. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht, wie man es ausspricht. Wohingegen Monty, T von Monte, Monty. Das ist so genial. Manche sagen, nee, das ist total einfallslos, aber ich finde das genial. Und anstatt zu sagen, so viele machen gerade Tee, wenn ich jetzt Monty bringe, dann denken die, ich mache ja hier jeden nach und springe damit auf. Nein, hätte man mit Monty gezeigt, dass das der einzig wahre Tee ist auf dem Markt vom König Montana Black, das wäre doch richtig genial gewesen. Ich hätte mich da gar nicht beirren lassen, wenn die mit ihrem Dirty rauskommen und mit ihrem Brati und mit ihrem sonst was, kommt der Monty um die Ecke und haut sie alle weg. Das hätte ich gefeiert. Jetzt ist es was anderes geworden, nämlich das hier. Gönrgi? Gönrgi, also eigentlich G steht für gönnen, gönnen mit zwei N. Jetzt haben viele schon wieder sich besemmelt, da ist ja nur ein N. Hat das etwa nicht fürs zweite N gereicht? Heißt das jetzt Gönrgi oder Gönrgi? Gönrgi wie gönnen und Henry? Oder heißt es Gönnergy oder Gönrgi? Also... Wenn ihr wisst, wie man es ausspricht, dann schreibt es mal in die Kommentare. So redet man natürlich drüber, weil es so einen besonderen Namen hat, aber ja, keine Ahnung. Die Sorten finde ich insgesamt jetzt nicht so krass oder so ansprechend, aber was willst du sonst großartig machen bei einem Energy? Das Design hingegen finde ich gut, weil es ist eher ein schlichtes Design. Es sind super starke Farben, die ins Auge gehen. Wenn irgendwo an der Ecke einer mit so einer Dose steht, früher war es 500 Dosen Bier, das rote Export. Heute weißt du, ist es Gönnergy. Gönnergy. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Eiskalt genießen steht hier drauf. Ui, 500 Milliliter Raspberry Cheesecake. Wo ich eine cremige Käsekuchennote für einen Energy Drink irgendwie schon von vornherein abartig finde. Dann haben wir hier drüben Tropical Exotic, was es gefühlt ja auch von fast jedem gibt, der Energy macht, hat eine Tropical Note dabei. Und in der Mitte, was ich eigentlich am besten und interessantesten finde, Blueberry Coconut Geschmack, aber Blaubeer Kokos ist halt auch schon so oft vertreten in der Energy-Welt. Also er wollte was machen, was nicht jeder macht, weil jeder Eistee macht, macht er lieber Energy. Aber die Energy-Sorten, die er gemacht hat, sind halt auch schon so oft vertreten, gibt es von so vielen Energy-Herstellern. Finde ich jetzt alles nicht so krass. Wichtig ist aber, wie es schmeckt. Wir wollen das jetzt probieren in einem kleinen Tasting-Glas und dann alle drei Sorten zusammenschütten in den auf die dicken Bierkrug und uns das reinziehen als Chuck. Fürs Thumbnail müssen wir es aber erstmal vor uns halten, damit man auch sieht, dass das der Göner G ist. Döner und G, also der Gangster, und das in einer Person. Wir fangen mal an mit dem Tropical Exotic. Das ist wichtig, weil Tropical halt noch die normalste Sorte, die normalste Note ist, die man so kennt. Hier steht auch drauf, First Edition by Monte. Hier ist also, ist das die Unterschrift von Monte, das ist okay. Hier habt ihr immer bei dem Ö ein anderes Symbol, je nachdem welche Sorte das ist. Also das sind auch Details mit drin. Ihr habt hier diese Palmenlandschaft mit Strand, mit dem Sonnenschirm drin. Das passt zu Tropical und zu Exotic natürlich richtig gut. G steht für gönnen. Hier seht ihr überall, wie die Perlen hochgehen. Jetzt die Frage, ist das mit koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Exotic-Geschmack, mit Süßungsmitteln, erhöhter Koffeingehalt, für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. Mit Kohlensäure, also ein Energy-Drink mit Kohlensäure. Was mir noch auffällt, ist hier dieser Nippus. Der Nippus ist auch golden, nicht silber, golden. Nochmal ein kleines Highlight, was nochmal ein bisschen hervorsticht. Machen den jetzt erstmal auf, das klingt gut.
Wie gesagt, die Farben gefallen mir, das Design gefällt mir. Nicht zu überladen, sondern eher schlicht. Name, naja, habe ich ja schon gesagt. Jetzt kommt es aber wirklich auf den Geschmack an. Diese Tropical hat eine schöne orange Note. So wie die Dose aussieht, so sieht auch der Gönner G aus. Der Gönner G. Ja, so sieht er aus. Also sieht gut aus, ist schön klar. Man kann sie durchgucken, transparent. Wir riechen mal, es riecht richtig herrlich fruchtig. Schon ein bisschen säuerlich. Ich hoffe nicht, dass da wieder so ein Brausetablettengeschmack jetzt rauskommt, wie aus der Apotheke. Oh. Ja, das ist ohne Zucker. Aber mit Süßungsmitteln oder was stand da drauf? Mit Süßungsmitteln, erhöhter Koffeingehalt. Erinnert mich trotzdem immer wieder in der Apotheke an diese kleinen Brausetabletten, Traubenzucker, Sachen in verschiedenen Sorten auf so einer Rolle, die du dann gelutscht hast. Immer wenn jemand kommt und was mit ohne Zucker macht, schmeckt das immer so künstlich, obwohl das ist, was wahrscheinlich die gesündere Variante ist. Ich finde trotzdem, der brennt ein bisschen, der bitzelt ein bisschen, der ist sehr säuerlich, der ist sehr süßlich. Also meine Sorte wäre es nicht, mein Geschmack wäre es nicht. Wir können es aber gleich einfach nochmal einen zweiten nehmen kurz. Muss ich nachher nicht so viel in den Bottich einfüllen. Sieht gut aus, Design alles gut, auffälliger Name, Zungenbrecher am Start, aber nochmal trinken würde ich den nicht. Oh. Egal, wir kommen direkt zum nächsten. Gehen wir jetzt mal auf den cremigen, ja? Weil den blauen möchte ich zum Schluss haben. Wir haben als nächstes, G steht für Gönnen. Gönnergy. Hier habt ihr also eine Erdbeere in dem Ö und ihr habt ein Stück Käsekuchen. Das ist was für ein Thomas, da freut sich Thomas bestimmt. Käsekuchen am Start. Auch wieder koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Himbeerkuchen-Vanillegeschmack. Ich, Trottel, dachte natürlich, das ist eine Erdbeere, aber Erdbeer ist ja Strawberry und das ist Raspberry, deswegen ist es Himbeer. Himbeer mit Vanille und dazu eine Käsekuchennote. Ich nehme alles zurück, klingt ein bisschen interessant, muss ich schon sagen. Rotes, auffälliges Design, kein 5-0er Dosenbier, sondern Gönnergy. Wir machen es auf und hoffen, dass es nicht wieder schmeckt wie aus der Apotheke. Füllen mal hier ein. Hat auch so eine farbliche Note wie das eben. Bisschen kräftiger, bisschen dunkler. Himbeer, wir riechen mal. Riecht sehr nach Vanille. Oh, das riecht wie, kennt ihr Goldkrone Vanille, ja, habt ihr das schon mal gesoffen? Riecht nach Vanille, Käsekuchen, weiß ich nicht, hat Käsekuchen irgendeinen eigenständigen Geruch? Wir probieren mal Käsekuchen, Vanille, Himbeer. Der schöne Vanillegeruch, den ich wahrgenommen habe, spiegelt sich im Geschmack meiner Meinung nach nicht wieder. Die Himbeer schmecke ich auch irgendwie nicht raus. Ich glaube, das Einzige, was als Geschmack da ist, ist wohl der Käsekuchen. Was für ein Thomas, ganz klar. Der ist ja Käsekuchenliebhaber. Ich bin jetzt nicht so der süße Typ. Ich bin nicht so der Kuchenesser. Nach unten wird es ein bisschen dumpf vom Geschmack her. Das flacht alles ab. Dieses Säuerliche, wie bei dem Tropical, ist nicht da. Das schmeckt irgendwie ein bisschen fad am Ende und ist genau das Gegenteil vom ersten, ist aber trotzdem auch ein Geschmack, den ich jetzt nicht so besonders finde oder so gut heißen kann. Ich schenke mir noch einen zweiten ein zur Sicherheit, aber würde ich wohl auch nicht nochmal kaufen. Für ein Durstlöschen oder so ist das bei mir leider nichts. Lieber eine gekühlte Schwippschwapp, die geht immer ab, fertig, aber streiten sich wieder die Cola-Lager. Jetzt haben wir noch den letzten, First Edition, bei Monte. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Heidelbeer, Kokosgeschmack. Ihr habt deswegen hier drin Heidelbeeren in dem Öl und ihr habt ein Stück Kokos. Kokosmilch, habe ich gesagt. Ich mach's mal auf.
Kokos finde ich immer gut. Aber jetzt mit Süßungsmitteln, ohne Zucker, ist bestimmt total süß. Hat eine bläuliche Färbung. Das finde ich gut. Die Farbe passt, die Dose passt, die Farbe passt. Das sieht gut aus, das ist klar, da kannst du durchgucken. Da kannst du die Gletschermaß mitmachen. Oh, es riecht sehr nach Heidelbeere, aber wieder so extrem nach Heidelbeer, Trauben, Zucker, Apotheken, Rundschau. Ich bin gespannt, ob das jetzt sich einreiht in den Rest. Und dann würde ich sagen, nie wieder Gönnri, Henry, Döner-Gi, Göner. Wir probieren einfach mal. Diese Kombination aus Heidelbeere mit Kokos hat immer so einen leicht parfümierten Geschmack. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Dose sieht also super genial aus. Freut mich, wenn da einer steht mit dem Ding. Und ich frage mich trotzdem, wie kann man sowas trinken? Das klingt total scheiß Hater hier. Gönn doch mal, aber es tut mir leid. Ich würde die alle drei nicht nochmal kaufen. Leider soll gesund sein, deswegen ohne Zucker, aber die Süßungsmittel, ich bin keiner, der mit Süßungsmitteln was anfangen kann, dann lieber einmal erfrischen mit Zucker und dafür halt nicht so viel, als dass man sagt, gut, es ist ja ohne Zucker, ich hau mir gleich 10 Dosen rein. Überzeugt mich vom Geschmack leider auch nicht so. Absolut künstlich, absolut irgendwie da auch schon wieder säuerlich. Parfümartig, also oh, mir dreht sich jetzt schon der Magen um, aber ich habe das Schlimmste noch vor mir, nämlich alle drei Sorten zusammenmischen und so trinken. Wir fangen mal an mit dem blauen, füllen jetzt mal hier ein, bis wir so ein Drittel haben und ja, ich sehe schon die ganzen großen YouTuber alles hin und her, die das teilweise auch kostenlos haben zugeschickt bekommen, damit sie das testen können, damit sie Werbung machen. Bin echt mal gespannt, was die Leute dazu sagen, ob es überwiegend Leute gibt, die sagen, wow, Monte, Bruder, Küsse, Walla, Eier, Bila, du bist der Beste, so ein toller Drink, kauf den alle. Einfach nur aus Arschkriecherei. Oder ob es Leute gibt, die sagen, oh ja, Bruder, du weißt, ich küsse deinen Arsch, aber das schmeckt auch so wie dein Arsch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ob es Leute gibt, die sagen, ja, kann man trinken, ja, aber vielleicht gibt es auch Leute, denen das wirklich schmeckt. Ich frage euch aus der Community, habt ihr das schon getestet? Habt ihr das schon gesehen? Drei Sorten Gönnergi. Sagt mir, wie man es ausspricht. Sagt mir eure Meinung, wie hat es euch geschmeckt? Wir haben jetzt alle drei Sorten hier zusammengemischt in dem auf die dicken Plöche Glas. Mir hat es nicht geschmeckt, ich würde es nicht nochmal kaufen. Es war sowieso die Hölle da ranzukommen. Wir sind frühst direkt zum Kaufland. Der Kaufland macht um 7 auf. Wir haben um 9 dort gestanden und alles war leer, alles komplett. Das spricht ja erstmal für den Erfolg, dass es jeder sowieso erstmal kaufen muss. Aber nochmal kaufen ist eine andere Option. Wo habe ich es jetzt überhaupt her? Im Kaufland war das weg. Wir wollten gerade aus dem Kaufland raus. Da war wie so ein kleiner Kiosk noch an der Seite neben dem Bäcker. Der war zugeschlossen gerade, hat ein Schild dran gehangen, bin gleich zurück. Und da in der Mitte, da hat so ein kleiner Aufsteller gestanden und da war noch Gönnergi drauf. Also hat Pupsi entdeckt, hat gesagt, wir warten kurz, bis sie wiederkommt vom Klo. Und dann nehmen wir drei Beutel mit, dass du das jetzt noch testen kannst. Donnerstag früh, ganz brandaktuell heute, wo der offizielle Verkaufsstart wohl sein soll. Und das abends für euch rauskommt und dann bin ich gespannt, was eure Meinung ist. Ich pumpe mir das Ding jetzt hier rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. G steht für Gönnen, bei mir eher G steht für Göcken, aber das klingt alles viel zu negativ. Ich wünsche jedem Erfolg, der was macht und wem es schmeckt, dem soll es schmecken, aber meins ist es halt nicht. Und ihr wisst, ich sage immer meine ehrliche Meinung, auch wenn ich mir damit Feinde mache. Prost! Grrrr.
denn?